Oh, da gab es eigentlich mehrere Anliegen. Das Größte war, glaube ich, dass ich eine ganz schwierige oder sehr komplexe Vergangenheit mitbringe. Also es geht um mehrere Süchte, um Essstörungen und um verschiedene Traumatisierungen in der Kindheit und auch weiter in der Jugendzeit und im frühen Erwachsenenalter. Und das Thema Trauma, das war für mich immer ganz weit weg, bis ich irgendwann mal über einen Blogartikel von Ihnen gestolpert bin. Und dann hat mich das so angesprochen, dass ich über das Thema Trauma einfach verschiedene Sachen gelesen habe und mich immer wieder da drin erkannt habe. Und dadurch, ja, bin ich zu Ihrem Institut dann auch gekommen, weil ich eben im Newsletter-Verteiler war und immer wieder verschiedene Sachen lesen und hören durfte von Ihnen und mir dann irgendwann gedacht habe, okay, also ich habe verschiedene Herausforderungen in meinem Alltag, die mich zum Teil sehr belasten, zum Teil einschränken, zum Teil auch nicht die Person sein lassen, die ich gerne wäre. Und da, ja, habe ich mir gedacht, dass es sicherlich sehr hilfreich wäre, wenn man dann noch mal tiefer schaut, durch einen Kurs oder durch ja einfach eine außenstehende Hilfe. Genau, weil dieses Lesen von Blogartikeln oder das Hören von Videos hat natürlich Grenzen. Ja, also mir wurde das schon bewusst. Ich hatte immer mehr Wissen über diese Themen. Ja, und die haben mir auch schon sehr viel weitergeholfen, aber dieses Tiefe, also dieses Arbeiten mit dem, ja, mit dem, was da so in einem drinsteckt, das geht eigentlich nicht nur durch Hören und Lesen, sondern da geht es um andere Beschäftigung. Genau, und so kam ich dann zu Ihnen. Ja. Also ganz besonders finde ich immer, wenn jemand eine eigene Geschichte mitbringt und ich weiß ja auch ein bisschen was von ihrer Vergangenheit, beziehungsweise dass sie selber eben Betroffene sind mit dem Thema. Und das alleine gibt schon so eine unglaubliche Verbindung, finde ich, und lässt einen nicht irgendwo ganz unten am Treppchen sein und den Therapeuten ganz oben am Treppchen, sondern macht oder schafft eine Augenhöhe, ja. Und das, ja, das finde ich schon sehr besonders. Und auch ihre ganz einfühlsame Art, wie sie erklären, wie sie auch immer wieder darauf verweisen, dass sie da sind, wenn es Fragen gibt, dass man fragen kann. Genau, also ich finde einfach so das Gesamtpaket sehr besonders, ja. Müsste ich jetzt glatt mal nachdenken. Also Aha-Momente, mein allergrößter Aha-Moment war, glaube ich, die Sache mit der Körperarbeit. Also Trauma hat ja ganz viele verschiedene, also betrifft sehr viele verschiedene Punkte, aber dass das Trauma so im Körper gespeichert ist, ja, also dass es wirklich ganz tief im Nervensystem und so drin ist, das war mir bewusst, das wusste ich schon, aber dass man durch Körperarbeit und so auf so viele verschiedene Wege der Körperarbeit damit umgehen lernen kann, das war mir nicht bewusst. Und das fand ich unglaublich spannend, weil ich selber eben durch ihren Kurs und auch durch diese Yoga-Einheiten mit dem inneren Kind-Thema immer mehr mit meinem Körper in Verbindung kommen durfte. Also ich hatte früher eben, wie schon erwähnt, diverse Süchte und auch Essstörungen und habe die alle besiegen dürfen. Aber es gab immer noch zum Beispiel solche Sachen wie, ich habe überhaupt kein Durstempfinden gehabt über viele Jahre. Ja. Also ich habe einfach überhaupt nicht gemerkt, wenn ich durstig war und ich habe auch überhaupt nicht den Bedarf irgendwie zu trinken gehabt. Ja, also das war, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann das angefangen hat, aber Wasser für mich zu trinken oder überhaupt zu trinken, das ist was ganz Anstrengendes gewesen. Das musste ich mir immer mit Zetteln überall in der Wohnung und so markieren, dass ich trinke, ja. Und das hat mich, ja, also da gab es einen ganz großen Aha-Moment, dass
ja, das auch ein Teil ist von mir, also dass ich nicht mit meinem Körper verbunden bin. Und durch diese Körperarbeiten, diese ganz verschiedenen Ansätze, die sie da haben in ihrem Kurs und die ich dann ausprobieren durfte, kam wirklich dieses Durstempfinden wieder. Und jetzt brauche ich nicht nur 2 Liter Wasser am Tag, sondern mehr. Und ich habe wirklich Durst. Also vorher musste ich mir das als Erinnerung immer wieder mühsam reintrinken und jetzt kann ich auf meinen Körper achten und hören und höre ihn. Ja, und das ist so mein allergrößter Aha-Moment, dass ich eben selber in der Lage bin, durch Anleitung von außen und verschiedene Übungen, die ich auch immer wieder in meinen Alltag so integriert habe, dann auch wieder meinen Körper höre. Ja. Also ich habe am meisten profitiert davon, dass es eben alles online gestellt war und ich in meinem Tempo nach meinem Alltag mit 2 kleinen Kindern und mit sehr viel Trubel da vorgehen konnte in meinem Tempo. Ich habe mir auch zum Beispiel die inneren Kind-Yoga-Einheiten immer nachträglich nochmal angehört. Bei ein paar war ich dabei, aber ich konnte meistens meine Kamera nicht anschalten, weil meine Kinder rumgesprungen sind und da einfach zu viel Unfug gemacht hätten. Und habe mir dann eben im Nachhinein dann nochmal die Einheiten für mich angehört, als ich Ruhe hatte. Und das war super, dass ich da einfach trotz meinem vollen und turbulenten Alltag immer wieder Schritt für Schritt vorgehen konnte, wenn es für mich gepasst hat. Aber ich wusste auch im Hinterkopf immer, dass sie da wären, wenn ich Fragen hätte. Und ich denke auch, dass diese ja, Q&A-Einheiten sehr, sehr gut gewesen wären, wenn ich da live wirklich präsent dabei ja, sein hätte können. Aber gut, genau, das war ja nicht ihr Verschulden, sondern es lag halt an meiner Familie und so, genau. Das Thema Trauma ist nicht mehr so präsent, also beziehungsweise es ist immer noch natürlich sehr präsent, aber es ist nicht mehr so unbewusst. Also durch das, was ich jetzt alles weiß, verstehe ich in meinem Alltag zum Beispiel meine Triggerpunkte, ja, wenn mein Nervensystem total hochfährt und ich absolut eigentlich kurz vorm Ausflippen bin, dann weiß ich, also es gibt, wie soll ich das beschreiben? Da ist so ein Raum zwischen Reiz und Reaktion jetzt. Und in diesem Raum kann ich reagieren. Und der Raum war mir vorher überhaupt nicht bewusst, erstens. Und zweitens konnte ich auch dementsprechend gar nicht reagieren. Und jetzt gelingt mir das immer öfter durch das Wissen und ich glaube eben auch durch die Körperübungen, die ich wirklich in meinen Alltag eingebunden habe, dass ich Zugang habe und Zugriff habe auf mein Nervensystem, auf verschiedene Punkte, damit ich eben nicht so reagiere, wie ich davor reagiert hätte, wenn ich getriggert wurde und dann halt einfach das passiert ist, was passiert ist, ja, sondern jetzt habe ich da viel mehr Zugang und Zugriff auf mich selber und das erstaunt mich immer wieder, weil, also ich kann ein Beispiel nennen, mein kleiner Sohn, der ist 2 Jahre alt und der, wie ich ihn gerade vor diesem Interviewtermin auch geschickt habe, der hat immer wieder, wenn es ihm gerade zu viel wird, hat er so solche Wutausbrüche. Ist ja ganz normal in dem Alter. Und früher bei meinem großen Sohn, als der so klein war, war das undenkbar, dass ich da ruhig bleibe. Also mich hat es so innerlich aufgeregt und so nervös gemacht, weil es war mir immer schon ein unglaubliches Anliegen, eine gute Mama zu sein und gut zu sorgen für meine Kinder. Und in diesen Momenten, wo die so laut wurden und so wütend wurden, hat mich das so getriggert, weil ich das nie durfte als Kind. Also ich durfte nie wütend und laut sein. Und wenn ich das wurde, dann hieß es immer, ah, du bist zu laut, du bist zu viel, geh in dein Zimmer, mach die Tür zu. Und also durch den Kurs habe ich auch dafür einfach jetzt Wissen und Verständnis bekommen, warum ich so nervös wurde und kann jetzt, wenn mein kleiner Sohn, und der ist sehr ausdauernd in seinen Wutausbrüchen, also das kann ruhig mal eine halbe Stunde gehen, kann ich jetzt ruhig bleiben. Und nicht nur ruhig bleiben und irgendwie aus dem Raum gehen und dann ein Wasser trinken, sondern ich kann dabei bleiben, ich kann ihn begleiten, ich kann
Ja, einfach da sein und präsent sein und bei mir bleiben. Und immer, manchmal wird es mir trotzdem noch zu viel, dann mache ich eine Atemübung oder mach kurz die Augen zu oder trinke ein Glas Wasser und dann bin ich wieder da. Ich kann in der Zeit ruhig mit ihm sprechen. Es wäre undenkbar gewesen vor einem Jahr oder vor zwei. Genau. So, das ist so ein Punkt von ganz vielen, aber der ist mir jetzt eben eingefallen. Genau. Also auf jeden Fall würde ich das weiterempfehlen. Einfach weil es so eine Vielfalt auch gibt in Ihrer Akademie. Also es ist ja nicht nur dieser Kurs, dieser große Traumakurs, den ich gemacht habe, sondern Sie haben ja ganz viele verschiedene Angebote und zusätzlich noch diese ganzen Videos auf YouTube und die Blogbeiträge und die Möglichkeit der 1:1-Beratung und so weiter. Also ich könnte Sie an jede Zielgruppe weiterempfehlen. Ich würde das nicht eingrenzen. Ja, also jeder, der irgendwie mit Trauma zu tun hat, muss ja nicht mal selbst betroffen sein. Es würde bestimmt auch sicherlich vielen Menschen was bringen, die Angehörige von traumatisierten Menschen sind. Ja, also mein Mann zum Beispiel, der hat auch eine ziemlich komplexe Vergangenheit und sehr viele Sachen hinter sich. Der hat auch große Teile immer mal wieder mitgehört und mitgemacht und auch ihm hat es unglaublich viel gebracht. Und ich denke, wenn man das gemeinsam mit Angehörigen auch immer wieder anschaut und sich darüber austauscht, ja, dass das auch unglaublich viel verändern kann. Genau. Also ich würde die Zielgruppe nicht eingrenzen. Ich kann sie guten Herzens an alle Menschen weiterempfehlen. Genau. 'Cause it feels like home.